Hast du schon mal eine Nachprüfung gehabt? Wenn ich so an meine Schulzeit denke, dann habe ich oft da Prüfungen gehabt, wo ich genau nicht gut war. Und habe mich somit voll auf das Negative konzentriert. Die Sachen, in denen ich gut war, die sind eh so nebenbei hergerannt und haben eh immer passt. Ich finde es richtig schade, dass wir uns von klein auf das konzentrieren, wo wir nicht gut sind. Und darum gibt es heute ein paar Tipps, wie wir auf das schauen können, wo wir so richtig gut sind und wo unsere Talente verkommen sind. Mein erster Tipp ist deshalb, frag dich einmal, was hast du als Kind eigentlich so richtig gern gemacht? Und was genau hat der Frau Doktor an der Tätigkeit? Mein zweiter Tipp ist deshalb, schau einmal genau drauf, für welche Tätigkeit lässt was anderes gerne mal liegen. Und was geht da so richtig leicht von der Hand? Tipp Nummer 3 ist, wo kommen Leute zu dir und fragen dich um Rat? Und Tipp Nummer 4, schenk dir selber die Zeit, um deine Talente auszuüben und besser darin zu werden. Es war echt schade, wenn die verloren gingen. So, und jetzt ist vorbei mit den Tipps. Jetzt bist du gefragt. Hast du den Mut, dich heute auf deine Talente zu konzentrieren? Nimm dir heute die Zeit und schau, wo sind genau deine Talente. Und vielleicht weißt du auf die Nacht schon, was für welche das sind. Falls du eine Außenperspektive brauchst, dann frag einen Freund, eine Freundin oder jemanden aus der Familie, was sie glauben, was du am allerbesten kannst. Viel Spaß beim Entdecken, wie cool du eigentlich bist.